gibt es jetzt hier gleich rechts einen weiteren Höhepunkt. Wir haben diese Route hier nicht zufällig gewählt. Diese Route an der Tiefen, wo wir müssen sind. Losgezogen sind wir vom Mauerpark, wo es, als wir begonnen haben zu regieren in dieser Stadt, chaotisch aussah. Vorbeigelaufen sind wir durch die Castingallee, eine Straße, die exemplarisch steht für den Aufstieg Berlins in den letzten 15 Jahren von einem verkeimten, unbedeutenden, provinziellen Arbeiterstadt zu einer multikulturellen Welthauptstadt, die sogar ziemlich fette Tanzparaden veranstaltet. Das muss man sich mal ins Gedächtnis rufen. Und dann sind wir gezogen durch die historische Mitte, wo auch man sehen kann, wie behutsame, wie soziale Stadtmodernisierungspolitik unterm Stempel der deutschen Sozialdemokratie auszuziehen hat. Aber jetzt kommen wir zu einem historischen Moment. Die Geschichtsschreibung. Ihr werdet euren Enkelkindern später davon erzählen, ja, 150 Jahre SPD, dieses wichtige Meeting kurz vorm Deutschlandfest, ich war dabei. Ich habe die Stimmung in der Luft gespürt, die Seele, die über der Demonstration schwebte. Man konnte den Wind of Change buchstäblich riechen, denn jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Partei. Sie ist entstanden aus der deutschen Revolution 1848. Das erste Parlament in der Paulskirche. Ich glaube, Frauen durften da noch nicht mitmachen. Aber auf jeden Fall, sie war auch immer ganz, ganz vorne in ihren Reihen, wurde um 1817 der moderne Antisemitismus erfunden. In den 20er Jahren hat sie eine harte national-liberale Flanke hingelegt, um dem Nationalsozialismus den Weg zu ebnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich in ihr ehemalige NSDAP-Mitglieder gesammelt. Und sie ist seit mehreren Jahren in der Regierung und im Gegensatz zu dieser sozialdemokratischen, sozialistischen Beispielpolitik von Angela Merkel weiß sie, wie es lang geht. Wir als junge, moderne und flexible Sozialdemokraten auf der Suche nach Zukunft für unsere Partei, auf der Suche nach einer Vision, einem Gesellschaftsentwurf, sind jetzt hier heute vor der FDP-Zentrale und wir wollen nicht weniger. Wir machen hier ein historisches Angebot, den sogenannten Deutschlandpakt. Wir wollen die parteimäßige Vereinigung von SPD und FDP zur sozial-neoliberalen Partei Deutschlands mit Guido Westerwelle und Thilo Sarrazin als junge und dynamische Doppelspitze. Das ist eine Utopie, das ist eine Vision für Deutschland. Sie ist frisch, sie ist jung, sie kennt altbackene, formale Einheiten wie links und rechts nicht mehr. Sie kennt nur noch Zukunft und Vergangenheit. Und FDP plus SPD ist Big Love, ist Zukunft für Deutschland und Lohnstreichung für euch alle. In diesem Sinne, macht euch stark für eine Fusion der FDP mit der SPD. Nach 150 Jahren brauchen wir Verstärkung. Wir müssen zusammengehen, denn es gibt ja durch die Zersplitterung der bürgerlichen Parteienlandschaft im Zuge der Krise kommen immer so neue irre Sachen raus. Grüne, Linkspartei, Piraten, Alternative für Deutschland. Da müssen die alten, die eingestandenen Parteien, die sich für Deutschland die Hosen und die Hände schmutzig gemacht haben, die müssen da zusammenstehen, fusionieren und sich vereinigen. In diesem Sinne, es lebe die Einheitsfront aus SPD und FDP. Drum links 2-3, drum links 2-3. Wo dein Platzgenosse ist, marschiere zusammen mit dem Institut für soziale Marktwirtschaft in eine neuere, schönere Zukunft. Völlig ohne Löhne und ohne Arbeitslosigkeit. Voll Beschäftigung. Wer sagt, Gulags ein stalinistisches Konzept? Pustekuchen. Wir machen kapitalistische Gulags. Dann machen wir China platt. Die Chinesen können einpacken mit ihren Löhnen. Wir werden viel, viel billiger werden. China, wir kommen. SPD, FDP, United für Deutschland und gegen Arbeiterrechte. Yeah, YOLO.